Ja, vielleicht hast du jemanden in deinem Umfeld, wo du vielleicht traust, das mitzuteilen, dass du dich einsam fühlst, wo du denkst, dass das vielleicht gut aufgekommen ist bei dieser Person. Und vielleicht machst du dann ja die Erfahrung, dass die Person, die probiert mehr zu integrieren, die mitzunehmen, um dir wieder das Gefühl geben, dass du auch ein Teil bist von der Gesellschaft. Und ja, wenn du merkst, dass dich die Einsamkeit aber so sehr belastet, dass du wirklich wahnsinnig darunter leidest, dann ist es auf jeden Fall ratsam, wenn du das deinem Hausarzt mitteilst, damit er gegebenenfalls dich zu einem Psychotherapeuten überweisen kann. Dort kann man der Einsamkeit schaffen und schauen, was hat dazu geführt, was spielt dort alles mit rein in das Gefühl von Einsamkeit. Und man kann daran schaffen, wie kannst du wieder selber, also wie kannst du selber wieder für Situationen sorgen, wo du ja, die in einem sozialen Kontext erleben kannst. Also wie kannst du wieder mit einfachen Schritt auf Leute zugehen und dort wieder Erfolgserlebnis haben? Zum Beispiel, indem du jemanden bewusst grüßt oder mal über den Mann läutest, wo du schon lange keinen Kontakt mehr hast. Oder vielleicht wieder mal bewusst in ein Theater gehst oder an eine Vernissage, um dort wieder auf Leute zu treffen.